Ja, hallihallo, ich grüße euch. Inzwischen ist es Samstag, schon wieder eine Woche Arbeit hinter mir. So. Ja, heute geht es in die nächste Phase hier beim Tor. Pfosten setzen. Wer genau hinschaut, sieht, es ist auch andersrum jetzt angeordnet. Hat folgenden Grund: Wenn das Tor aufklappt, möchte ich möglichst wenig andere Leute behindern. Ja, und wenn ich es hier rechts umklappen lassen würde, hätte ich das Problem, dass dieser Stellplatz da eventuell zugestellt wird oder ein Auto beschädigt würde. Auf der Seite ist ein bisschen mehr Platz und es stört wohl weniger, wenn ich das Tor offen lasse. So, dann habe ich noch ein weiteres kleineres Problem. Ich habe erst gedacht, ich setze hier vorne irgendwo einen Pfosten hier in das Grünzeug rein. Aber das bringt dann nichts, weil dann kann ich hier nicht mehr drehen auf dem Hof. Weil man setzt da vorne rückwärts vor die Matte und dann vorwärts hier wieder raus. Ja, und je mehr ich da vorne von dem Platz wegnehme, desto schlechter kann man hinterher drehen hier. Also muss das Tor möglichst weit nach vorne und die Postbox dann da irgendwo in die Ecke, da muss der Briefträger halt einmal reinkommen, wenn er was ablegt. Fertig ist die Sache. So, ich habe jetzt hier schon mal mein Einsatzwerkzeug parat liegen. Ja, das hier ist eine massive Betondecke, die irgendwann mal gegossen wurde. Ich hoffe, sie ist nicht so dick. Schauen wir mal. Da geht es jetzt irgendwann mal, da wo der Stein liegt, geht es jetzt in den Boden. Ja, bis später. So, die ersten Ecken sind angeknabbert. Es ist ganz schön anstrengend. Ja, normalerweise müsste man das jetzt auch schön vorbohren, aber bei dem harten Zeug werde ich mir wahrscheinlich mehr Bohrer kaputt machen und durchglühen, als dass ich damit weiterkomme. Deswegen gehe ich lieber den harten Weg und versuche da die Ecke rauszubrechen, in der Hoffnung, dass kein Seitenhalt da ist. Und hier auf der Seite ist eh kaum Verbindung und dann soll jetzt hier so quer rüber und dann nach da hinten auch nochmal quer. Das soll der Ausschnitt werden hier. Ja, schauen wir mal, wie das wird. Bis später. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Oder wie heißt das so schön? Ja, ja. Ja, wieder einiges weiter. Na, Püppi, dir gefällt das schon, ne? So sieht das aus. Kurz vorm Durchbruch. Ja, ja. Achso, wäre das alles verfeucht, ne? Es sind immer noch die gleichen Handschuhe. Ja, ja. So, und wer sowas macht, hier Schutzbrille nicht vergessen, ne? So, weiter geht's. Ein Loch, ein Loch. So, hier die Vorderkante. Links von hier aus gesehen bin ich so in etwa 12 bis 15 cm drin. Aber hier unten ist wieder alles voll Beton. Also das ist echt zum Kotzen. Ja, da hinten ist ein bisschen weniger, weil es läuft ja auch schräg. Ich dachte eigentlich, wäre jetzt durch. Nee, kommt die nächste Schicht Beton. Dazwischen war nur ein bisschen Erde. Mal gucken, wie tief das noch geht. Es scheint fast, als hätte ich den alten Eingangsboden gefunden. Es wird und wird nicht weniger, ne? Ich brauche dringend eine Pause. Und der Meißel hängt fest, den kriege ich gar nicht mehr bewegt im Moment. Naja. So, das Türchen ist an der Seite. Jetzt kann man auch mal sehen, wie viel hier schon raus ist inzwischen. Das ist schon ganz ordentlicher Berg. Aber ich bin immer noch nicht weiter. Ein wenig kloppen werde ich wohl noch müssen. Und dann geht es hier auf der anderen Seite noch genauso weiter. Uiuiui. Naja, bis später. Ja, wieder etwas weiter. Und eine dicke Wurzel freigelegt.
Hier habe ich die wohl irgendwie durchgekriegt, aber auf einer Seite keine Chance. Aber darunter ist immer noch keine Erde. Der Haufen hier wird immer größer. Ja, ich glaube, ich habe es erstmal geschafft mit dem Loch hier. Das sieht schon soweit ganz gut aus, ja? Und für alle, die sich gefragt haben, was denn eigentlich damit gemacht werden soll. Hier kommt das Teil rein. So. Und das wird dann hier auf der Seite bis da angefüllt und auf der anderen Seite bis da unten, so dass es auch noch komplett im Beton drin steht. Ich muss bloß noch irgendwie von der Seite ein neues Loch bohren, damit ich überhaupt auch noch verschrauben kann. Weil unten die Schrauben kriege ich nicht rein. Aber es ist auf jeden Fall stabiler, wenn es ein bisschen mehr einbetoniert ist. Als nur mit diesen dünnen Blechdingern da unten drunter. Ja, da kommt dann ein 7x7 Balken rein. Ich werde es auch so ein bisschen diagonal machen, weil das Tor ja entweder so steht, so oder so. Und deswegen, dann habe ich am Balken immer die größte Länge und das meiste davon wird abgefangen. Ja, soweit dazu. Jetzt muss das Loch erstmal hier irgendwie gereinigt werden und vielleicht noch ein bisschen Erde unten raus. Dazu noch einen kleinen Tipp, wenn irgendwie ihr mal sowas betonieren wollt. Erde und Beton vertragen sich überhaupt nicht. Also hier so diese Randbereiche, wo ja eigentlich hier Beton ist, da würde ich jetzt überhaupt nichts festkriegen. Es würde hinterher lose da drin liegen und würde sich nicht wirklich verbinden. Deswegen muss dieser ganze Beton jetzt erstmal von der Erde da befreit werden, damit ich auch hinterher stabilen Halt für den Pfosten bekomme. So, weiter geht's, bis später. Das ist der Balken und der Halter und meine aktuell einzige Schlüsselschraube, die ich gefunden habe. Von der Länge her ist ein bisschen wenig. Wäre schön, wenn die noch ein bisschen weiter reingehen würde, aber naja, wie gesagt, ist die einzige. Ich baue die jetzt mal vor. Hier mal so zum Vergleich. Den Bohrer, den ich auch die ganze Zeit schon benutze. So, schauen wir mal, was das wird. So, hier die eine Seite ist jetzt schon halbwegs sauber. Ich hoffe, das kann man auch erkennen irgendwie hinterher. Da muss noch ein bisschen. Und dann muss ich hinterher das Wasser da wieder rausbekommen. Ach, kommen wir nicht alle irgendwann in das Alter, wo wir mit Förmchen wieder spielen? Ach ja. Na, so. Nach dem Prinzip läuft das hier. Hier ist alles komplett vollgewachsen, da ist echt eine Menge Erde drin. Das war da, wo die dicke Wurzel vorhin war. Ja, so viel dazu. So, inzwischen ist es Samstagnachmittag, kurz nach 3. Da ist die große Baustelle. Ja, alles soweit sauber, dass es betoniert werden kann. Den Pfosten habe ich hier am Baum da hinten befestigt, mit ein bisschen Bindedraht und mal ausgerichtet. Ich weiß nicht, ob man das hinterher erkennen kann, aber ich lege es mal einfach so an. Ich sehe jetzt momentan davon gar nichts durch die Kamera. Ja, es sollte eigentlich so ungefähr passen. Ganz genau ausgerichtet und am Zaun noch festgemacht, jetzt hinterher, wenn der Beton da unten drin ist. Und als Beton werde ich jetzt das hier nehmen. A hatte ich den sowieso noch rumliegen und B müsste dafür funktionieren. Ja, ich rühre das jetzt mal an und dann schauen wir mal. Bis dahin, weiter jetzt. Ja, so gerade einmal kurz zwischendurch noch hier den Eimer gezeigt. Das wird eine relativ trockene Mischung. Das
ist das, was die meisten falsch machen, wenn die irgendwas mit Beton machen, dass das wahnsinnig flüssig gemacht wird bei denen. Hier ist also nur ein ganz bisschen Wasser dazugekommen und ich verteile das erstmal so weit wie es geht und mische das durch und gucke, was passiert. Auf den ganzen Sack sind 4 Liter Wasser, das sind 40 Kilo mit 4 Liter, also da muss man wirklich vorsichtig mit umgehen, weil zu nass bringt überhaupt nichts. So, bis später. So, das Ganze ist jetzt durchgerührt, wie man sehen kann, also da glänzt nichts mehr, da ist nichts Nasses. Das ist alles recht trocken, nur was nicht sein sollte, ist, dass man noch irgendwo Pulver sieht. Also trockenes Material. Ja, dann füllen wir doch mal ein bisschen was ein. Ja, das wird so nichts mit dem Handy. Bis später. So, kleine Zwischenaufnahme. Also soweit ist jetzt schon gefüllt. Ich bin hier immer nur in kleinen Etappen das am Anrühren. Weil einen ganzen Eimer kriegt man überhaupt nicht von Hand gedreht. Ja, so sieht's aus. Ja, ihr Lieben, angefüllt ist jetzt bis fast oben hin. Was unheimlich wichtig ist, wenn man Beton setzt, anschließend das Ganze verfestigen, indem man immer wieder durchstochert. Damit verteilt man die Flüssigkeit nochmal und verdichtet das ganze Material ziemlich gut. Und das wird viel, viel stabiler und fester hinterher. So kriegt man auch die Luft raus, die eingeschlossen ist, füllt die Hohlräume und so weiter und so fort. Also wird euch ein Maurer sicherlich besser sagen können als ich, aber ich weiß, man muss das machen. Das reicht mir. So, besonders auf der Rückseite hier, weil da komme ich ja nicht gut dran. Aber ich muss ganz an den Rand gehen. So, ich mache hier noch ein bisschen weiter. Bis später. So, ihr Lieben. Da steht er. Angefüllt bis oben hin. Verfestigt. Die letzten Löcher werde ich später irgendwann mal füllen. Wenn ich hier den Hof sowieso mache, die Einfahrt. Die soll ja teilweise nochmal betoniert werden. Beziehungsweise hier diese ganzen Löcher, die hat inzwischen, sollen entfernt werden. Ja, wie auch immer. Da geht's gleich weiter. Da stehen sie, die beiden. Da geht's gleich weiter mit dem nächsten Pfosten. Aber erstmal Päuschen, was essen und ein Bierchen. So, später. Feierabend für heute. Der erste Zaunfall ist gesetzt und einbetoniert. Und ja, der erste Zaunfall ist gesetzt und einbetoniert und jetzt hier, das ist der zweite für die kleine Tür. Da habe ich jetzt mal nur so provisorisch die Aufhängung daneben gelegt, dann können wir mal sehen, wie das wird. Da kommt also das große Tor dran, halt an dem anderen Pfahl, ne? Aber das sind schon echt massive Dinger. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Heute sagt mein Rücken, er hat keine Lust mehr, irgendwelche Löcher zu schlagen oder zu buddeln oder sonst was zu machen. Es war einfach ein bisschen viel Stämmerei. Ja, so, das war es jetzt bis hierhin. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich schneide jetzt erstmal ein bisschen was zusammen, damit wieder was hochgeladen wird. Meld mich dann, wenn es mit dem nächsten Zaunfall weitergeht. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, schönes Wochenende.